Dieses Instrument nennt sich Lirone oder Lira da Gamba. Es gibt zwei Bezeichnungen dafür. Und ich denke, dass die Idee, die hinter dem Instrument möglicherweise steckt, eine Art Harfe zum Streichen zu bauen. Lira ist ja der Begriff des Instruments aus der Antike, das wahrscheinlich gezupft wurde, so ganz genau weiß man das aber nicht. Und ich denke, es war die Idee, einfach sowas zum Streichen zu bauen. Und ich finde, man sieht bei dem Instrument sehr schön, dass es in dieser Zeit, im 16. Jahrhundert der Renaissance, die Instrumentenbauer und die Musiker, die damals noch sehr viel enger auch miteinander gearbeitet haben, ganz viele Ideen hatten und die auch alle umgesetzt haben. Was es an Instrumentarium gab in dieser Zeit, können wir uns kaum vorstellen. Es ist, denke ich mal, am besten vergleichbar mit dem, was heute die Perkussionisten machen. Die nehmen nämlich auch alles, was ihnen in die Hände kommt, um damit Musik zu machen. Und damals hat man, glaube ich, mit dieser Einstellung Instrumenten gebaut. Und dieses Instrument ist ein Special-Effect-Instrument, um ganz bestimmte Gefühle darzustellen. Es geht ja bei dieser Musik darum, der Komponist vertont eine Geschichte, komponiert Musik, in der er versucht, oder der die Handlung, die Gefühle der handelnden Personen in Musik fasst. Und wir Musiker haben wiederum die Aufgabe, dieser Komposition den Klang zu geben und mit dem Klang die Gefühle sinnlich erfahrbar zu machen. Und es gibt Instrumente, die sind sozusagen umfassender, mit denen kann man durch das Spiel ganz vieles darstellen, wie zum Beispiel Orgel oder Cembalo oder auch Lautinstrumente. Und dieses Instrument ist wirklich wie ein ganz spezielles Gewürz, mit dem man an bestimmten Stellen eine Atmosphäre von besonderer Zärtlichkeit oder Melancholie oder Traurigkeit oder Schmerz darstellen kann. Und es macht Spaß in so einer, speziell in dieser Oper, die ja, wie schon gesagt wurde, eben keinerlei Vorgaben gibt, was die Instrumentierung angeht, immer wieder aufs Neue zu schauen, ja, jetzt ist die Atmosphäre so, jetzt machen wir es vielleicht so, oder wir mischen sozusagen wie ein Koch immer wieder mit den Zutaten, die wir haben an Instrumenten, immer wieder neue Klänge, neue Geschmackskombinationen an Klang, um die Musik, der Musik Ausdruck zu geben. Also dieses Instrument hat, wie man sieht, ja sehr viele Saiten. Das Interessante daran ist, es gibt auch viele Möglichkeiten, es zu stimmen, aber eine Möglichkeit ist die, dass man quasi durch den Quintenzirkel durchgeht. Man geht also zum Beispiel jetzt vom A aus gesehen eine Quint nach oben, würde weiter eine Quint wieder hochgehen, also erstmal von A zu E, dann weiter zu H, aber dadurch, dass man ja nicht endlos nach oben gehen kann, geht man wieder eine Quart runter und so weiter, bewegt man sich einmal durch den Quintenzirkel und hat in dem Fall 12 verschiedene Saiten und man spielt, man hat die Funktion eigentlich einer rechten Hand des Orgelspielers. Man spielt im Grunde genommen Mittelstimmen und das Instrument hat von der Intonation her oder von der Stimmung, das ist aber ein bisschen speziell, es ist wie ein Tasteninstrument mit geteilten Obertasten. Ich habe also zum Beispiel ein B und ich habe ein A-Is. Wenn man genau hinhört, hört man einen kleinen Unterschied. Das B ist etwas höher als das A-Is und entsprechend habe ich S und Dis und so weiter und so fort.